Hallo und herzlich willkommen zurück zu RoboCraft. Ich habe heute mir überlegt, dass wir mal eine Episode der anderen Art machen. Und zwar dachte ich mir, dass wir heute mal so ein bisschen Robotertypen ausprobieren. Und zwar nicht einfach nur die Standardmodelle, sondern so ein bisschen was, ja, abgedrehtes und irgendwas, was eventuell überraschend am Ende dann sich als praktisch herausstellen kann. Ich habe ein bisschen was mit unserer Kitty gemacht. Ich habe ein bisschen was anderes mit unserem Flieger gemacht, aber das sind Sachen, die zeige ich euch dann in der nächsten Episode. Ich wollte heute einfach mal mit unserem Robo 3 ein paar Dinge ausprobieren. Und zwar habe ich hier das Modell Mini Mini aufgebaut. Ich wollte den kleinsten Roboter der Welt bauen und das ist momentan mein Versuch. Und zwar der Sitz oben drauf und vier Räder dran. Und das hier vorne könnte eigentlich auch noch weg, der eine kleine Block da, aber ich dachte, der sieht so hübsch aus da. Das muss schon ein bisschen aerodynamisch auch noch sein, deswegen sieht das ziemlich episch aus. Man kann das Ding auch nur mit zwei Reifen bauen. Ich wollte aber ganz gerne, dass man den noch steuern kann und das geht mit zwei Reifen leider nicht. Deswegen habe ich gesagt, wir versuchen es mal mit vieren. Keine Waffen, kein Radar, kein gar nichts. Wir sind absolut passiv, aber ich dachte, wir probieren es mal aus. Vielleicht können wir uns hinten um den Hinterweg irgendwie durchschlingeln und gucken, ob wir vielleicht auf die Capturing-Plattform kommen. Wir probieren es einfach mal und zwar im nächsten Spiel. Okay, wir sind im Spiel. Wir sind jetzt natürlich wieder Tier 1 und sind hier relativ umgeben von Leuten, die es auf jeden Fall versuchen. Wir haben nicht mal eine Waffe, das heißt, wir müssen irgendwie versuchen. Hoffentlich folgen die uns nicht. Nein. Wir müssen irgendwie versuchen, uns zu verstecken. Das wird ein bisschen schwierig sein, weil wir gar nicht wissen, wo die Gegner sind. Und die Gegner sind höchstwahrscheinlich so viel besser ausgerüstet. Das kann sein, dass wir innerhalb von ein paar Sekunden sofort tot sind, sollten wir jetzt hier auf einen Gegner treffen. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute nach rechts gehen. Das heißt, der Gegner, wenn wir die Map auf den Kopf drehen, sollte eigentlich uns hier entgegenkommen. Was ich natürlich nicht hoffe. Und ja, im Prinzip, ich höre sie auf meinem linken Kopfhörer kämpfen und habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir uns tatsächlich hier mit unserem kleinen Minimann durchkämpfen können. Der hat es hoffentlich nicht gesehen. Da war ein Flieger in der Luft. Irgendwo da hinten. Hinter uns ist keiner, über uns ist keiner. Das läuft wunderbar. Für mich momentan der kleinste Roboter ever. Wir haben nicht mal eine Waffe, wir haben gar nichts. Ist da jemand? Da ist tatsächlich keiner. Wir haben uns wirklich jetzt hier hinten rumgeschlingelt. Bäh! Oh shit, da ist einer. Vielleicht ist das derjenige, der stuck war? Ich weiß gar nicht. Unser Team stirbt gerade. Vielleicht sehen die uns auch nicht, weil wir so klein sind. Ich verstecke mich mal hier hinter dem Laserbeam so ein bisschen. Dann sieht er uns nicht. Unsere Base wird verteidigt. Sehr gut. Die Defense ist unterwegs. Oh shit. Jetzt haben sie uns gesehen. Jetzt habe ich natürlich behinderte Reifen. Also behindert meinte ich gar nicht, sondern eher ziemlich langsame Reifen. So, wenn das smart ist, dann versucht er jetzt mir da vorne entgegenzukommen. Ist er aber nicht, sondern der bleibt da stehen. Dann ich verschwinde einfach mal, ne? Ich meine, solange die mich nicht töten können. Das ist natürlich, wir sind ziemlich wendig mit dem kleinen Ding. Die müssen uns erstmal finden, nicht wahr? Jetzt verstecke ich mich mal hier hinten in der Ecke. Ist jetzt natürlich gameplay-technisch ein bisschen lahm. Aber vielleicht, wow, shit. Vielleicht strategisch ja nicht das Blödeste. Wenn man einen so einen kleinen Roboter hat, der mini klein ist, kann man sich doch gut verstecken hier hinten. Obwohl ich hier nicht gerade so gut stehe. Das Blöde ist jetzt leider. Wie viele sind denn noch in meinem Team? Das sehe ich gar nicht. Ich glaube, mit mir sind es noch vier gegen zwei. Und der eine, der hat sich gar nicht bewegt. Das heißt, wir haben einen aktiven. Was machen denn die anderen drei da hinten? Weiß ich nicht. Ich fahre jetzt einfach nochmal zurück. Vielleicht konnte ich den Gegner verwirren. Der muss mich ja auch erstmal treffen, ne? Der muss mich ja auch erstmal treffen. Versuch mal so ein kleines Ding zu treffen. Schon nicht so einfach. Ich hoffe mal, dass der da jetzt nicht auf seiner Basis campt. Das wäre ziemlich langweilig, weil dann können wir nicht so wirklich viel machen. Außer uns töten lassen. Campt der da?
Nee, der scheint wieder weg zu sein. Sehr schön. Dann machen wir das Ganze einfach nochmal, ne? Das ist ultra spannend, aber das scheint zu funktionieren. Ich weiß nicht so genau, was meine anderen Teamkameraden machen. Beavis und Bubbly Boo sind leider schon tot. Vielleicht können wir noch einen zweiten Punkt kriegen fürs Capturing. Das wäre natürlich ziemlich cool. Bam, da ist er auch schon da. Oh, das gegnerische Team besteht nur noch aus einer Person. Da hinten wird gekämpft, glaube ich. Oh. Ist da gerade ein blauer Punkt verschwunden? Keine Ahnung. Wir haben keine Waffen. Wir können nicht mitkämpfen. Wir sind absolut passiv. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn man hier bessere Räder ranmacht und man ein bisschen schneller unterwegs ist, dann kann dich doch keine Sau eigentlich noch treffen, oder? Wenn du so klein bist. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Mein Team wird gerade zerstört. Aber. Team Victory! Dun, 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 dun. Ziemlich nice. Ziemlich nice. Ah. Bester Roboter ever. Meine zweite Kreation des Tages nenne ich die Person. Und das sieht unten so aus. Wir sind ein bisschen stabiler dieses Mal. Unten haben 6 Reifen und massenhaft Gewicht, denn es geht nach oben hin, ziemlich weit zu. Da sehen wir auch, da kommt der Name her. Ich wollte eigentlich das Ganze noch ein bisschen, ja, menschlicher aussehen lassen. Allerdings ist es so schwierig, das Ding stabil zu kriegen. Und wir probieren das jetzt einfach mal so aus mit dem, was wir hier haben. Wir sind, glaube ich, keine allzu große Hilfe. Wir haben hier unten eine Waffe immerhin dieses Mal dran. Hier geht es also nicht darum, dass wir uns verstecken, sondern dass wir tatsächlich auffallen. Ich habe mir überlegt, es wäre eigentlich gar nicht so dumm, hier oben noch ein paar andere Waffen hinzustellen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob wir das Gewicht technisch aushalten können. Ich stelle die mal lieber hier hinten auf die Schultern. Sonst kippen wir eventuell nach vorne weg. Das wäre ziemlich blöd. Ich habe hier hinten massenhaft Gewicht dran, aber nun gut. Ja, ich hatte gedacht, das ist so schwierig manchmal mit meinem kleinen Fat Kitty Roboter die Fliege aus dem Himmel rauszuholen. Das wäre so geil, wenn man irgendeinen Roboter hätte, der extrem hoch wäre. Und ich habe schon diverse turmartige Roboter gesehen und dachte mir, dass die so cool aussehen. Die fallen auf. Und ja, jetzt wollen wir heute auch mal auffallen, und zwar mit dem Geschoss hier. Bam. Das hat ja gut funktioniert. Nee, ich verlasse das Spiel nochmal. Oh, verdammt. Jetzt sind wir auch noch in einem Boss-Battle. Ja. Interessant. Interessant. So, mal gucken, ob ich hier wegkomme. Das ist keine gute Position, in der ich mich hier befinde. Wir können zwar fahren. Seht das? Wir sind fahrtüchtig, mehr oder weniger. Aber wir dürfen nicht so schnell fahren und wir dürfen nicht nach vorne, wir dürfen nicht nach unten fahren, wir dürfen nicht zu hart bremsen. Jetzt wollen die natürlich, dass wir alle zusammenbleiben und gegen den Boss kämpfen, aber liebe Leute, wie soll ich darüber kommen? Ich glaube, ich werde das entweder nicht überleben, also beziehungsweise vorher schon umfallen. Oder aber, wir bleiben hier hinten stehen und warten so ein bisschen. Da kommen rote Strahlen. Der ist wohl irgendwo da unten. Wo ist er denn? Bin aber gespannt, ob wir irgendwas aushalten. Ich habe es bisher noch nicht im Kampf getestet. Ich habe bisher nur versucht, mit dem Ding zu fahren. Huch. Können die mal stehen bleiben, weil so wirklich fahrtüchtig ist das dann doch nicht. Team Victory. Na gut, das ging ja dann schnell. Ja, wir sind auf jeden Fall der King im Ring mit dem Ding hier. Ich bin mir nicht sicher, was genau ich dazu sagen soll. Das ist der ästhetischste und romantischste Roboter, den ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Ich bin so beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Es ist einfach nur episch. Und mit dem fahren wir jetzt mal eine Runde. Wir haben sogar Waffen dran.
Und ja, ich habe ihn nicht getestet vorher. Ich habe keine Ahnung, ob der stabil ist. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Bis gleich. Ja, wir stehen auf jeden Fall komplett hier. Ich habe vergessen, den Namen zu ändern vom Roboter, aber wir stehen hier. Und das gucken wir gleich mal, inwiefern wir hier mithalten können. Boah, wir sind wie eine Raupe. Maximus Octavius. Das ist auch ein ziemlich cooler Name, das muss man ihm lassen. Wir haben ein paar Waffen. Ey, wie eine Raupe, guck dir das mal an. Und stabil, das ist der Hammer. Unaufhaltbar, unaufhaltbar. Wir spielen auch wieder mit Beavis zusammen. Wo ist eigentlich Butthead, hä? Kein Radar, kein gar nichts. Das sind wirklich hier ganze Basic-Dinger. Das T und das Y sind ein bisschen dicht beieinander, aber das ist voll Absicht. Jetzt bin ich gespannt. Was halten wir aus? Wenn überhaupt was. Wir haben tatsächlich einen Kill auf unser Konto verbucht. Oh, Ass. Verdammt. Die sind, glaube ich, alle schockiert von unserer Kreation. Zwei Kills. SA. Das ist wunderbar. Ich pack es nicht. Ach, kommt schon, Leute. So anstellen könnt ihr euch doch gar nicht. Wir haben nicht mal vernünftige Waffen dran. Und wir kriegen zwei Kills. Oh, shit. Wollen wir noch einen dritten klauen? Ah, der hat sich rausgeloggt. Wow! Wir werden bombardiert. Leute, ihr müsst mir schon helfen jetzt hier. Wir haben ein paar Räder verloren. Ein paar. Ich müsste mich mal umdrehen irgendwie. Ich müsste echt mal... Warum kann ich mich nicht umdrehen? Ich habe 20 Räder dran. Leck mich am Zeh. Das gibt's doch nicht, oder? Das Chiska-Mobil war bisher das Beste. Wir haben 3 Kills verbucht und wir hätten fast noch Capturing Point gekriegt. Unfassbar, unfassbar. Zum Abschluss dachte ich mir, gewähre ich euch nochmal einen kleinen Teaser auf unsere neue Fat Kitty. Die ist ein bisschen aufgerüstet und die werde ich euch dann in der nächsten Episode mal ein bisschen besser und im Detail zeigen. Alter, was ist das denn hier schon wieder? Jedes Mal. Ja, ich wollte auf jeden Fall nochmal an der Stelle betonen, dass mir dieses Spiel unfassbar viel Spaß macht und dass ich es super cool finde, wenn ich mit euch zusammen spielen kann. Es passiert dann nun des Öfteren mal, dass ich hier jemanden treffe, dessen Name mir bekannt vorkommt oder ihr mich im Chat begrüßt. Das finde ich echt großartig und Fat Kitty ist gerade echt in Bedrängnis. Es macht mir auf jeden Fall enorm viel Spaß und ich freue mich schon auf die nächsten Runden mit euch zusammen. Oh, hier ist ja noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Oh, das war ein bisschen unpraktisch. Ich sehe nichts mehr, aber ist okay. Den nehmen wir noch auseinander hier. Eine Waffe habe ich noch. Komm schon! Bam! Da haben wir ihn gekriegt. Sehr nice. Oh, unsere Base ist unter Attacke. Ich glaube, ich komme da nicht mehr hin, weil ich nicht mehr genug Räder habe. Dann helfe ich hier mal so ein bisschen mit. Vielleicht können wir das Team auseinandernehmen. Bam. Good job. Sehr gut gemacht. Wir sind hier aber noch nicht sicher. Die letzte Runde. Alter, hier geht's aber ab, du. Wenn die Base nicht so weit wäre. Okay, wir haben auf jeden Fall nochmal draufgehauen. Wir haben es versucht. An der Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wie gesagt, dass wir noch ganz viele Runden RoboCraft zusammen spielen können. Ich bin so gespannt. Alter, 49 Sekunden. Ich bin so gespannt, was hier in diesem Spiel noch implementiert wird. Da ist eine ganze Menge jetzt auch neu dazugekommen. Das besprechen wir alles in der nächsten Episode und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.